Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich berichte, wie sich Fasten positiv auf unser Immunsystem auswirken kann. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Ich habe auch kürzlich 16 Tage mit frisch gepressten grünen Säften gefastet. Das war ein sehr erfolgreiches Fasten und nach den frisch gepressten Säften habe ich dann noch 41 Stunden trocken gefastet. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Wer sich für diese Thematik interessiert, verlinke ich oben in den Infokarten. Aber Achtung, das ist wirklich nur etwas für Fortgeschrittene. Das war ein sehr erfolgreiches Fasten, diese 16, 17 Tage. Und gerade so ein Fasten mit frisch gepressten Säften kann man zum Beispiel gut integrieren, wenn man so mit Familie und Beruf voll eingespannt ist. Wenn man sich wirklich mal eine Auszeit nehmen kann und schon ein bisschen Fastenerfahrung hat, ist auch ein Fasten mit Tee und Wasser sehr effektiv, gerade auch mit einer Mischung aus Entspannung und Bewegung und auch seine inneren Themen anschauen. Während eines Saftfastens, gerade wenn man grüne Säfte und Gemüsesäfte integriert, wird der Körper gut mit Mineralstoffen versorgt und dämpft die Entgiftung und man kann wunderbar seinem Tagewerk nachgehen. Frisch gepresste Säfte eignen sich allerdings nicht nur für ein Fasten, sondern kann man auch gut jeden Tag integrieren. Ich bin zum Beispiel irgendwann dazu übergegangen, eine feste Mahlzeit durch eine flüssige Mahlzeit zu ersetzen, bevorzugt grüne Säfte aus grünem Blattgemüse, aus verschiedenem grünen Gemüse und im Frühjahr auch gern grüne Säfte aus Wildpflanzen oder auch gern Säfte aus selbstgezogenem Grünkraut oder grünen Sprossen wie Brokkoli oder Boxhornklee. Gerade wenn man die ein bisschen grün werden lässt, dann schmecken die so schön bitter und enthalten Bitterstoffe oder auch aus Alfalfa. Während meiner Fastenkur habe ich vor allem Stangsellerie, Endiviensalat, Gurke, Petersilie, Fenchel, selbstgezogene Alfalfa-Sprossen und Spinat entsaftet. Und das möchte ich euch auch in diesem Video zeigen. Ich nutze zum Entsaften den Rolls-Royce unter den Entsaftern, den Angel Chooser, der ist komplett aus Edelstahl. Und ich hatte schon in meinem Fastenvideo erwähnt, dass ich vor allem die Effizienz dieses Entsafters sehr schätze. Also er entsaftet sehr effizient Gemüse und grünes Blattgemüse. Er lässt sich wunderbar leicht auf- und abbauen. Er lässt sich sehr gut reinigen. Und es ist ein sehr, sehr robuster Entsafter, mit dem ich auch zum Beispiel Wiesengras und Wildkräuter pur entsaften kann. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon Entsafter aus Plastik. Und wenn ich dann Wildkräuter pur entsaften wollte oder Wiesengras, dann sind mir teilweise auch die Entsafter schon kaputt gegangen. Da ist das Gehäuse geplatzt. Da muss man dann immer noch irgendwas Wasserhaltiges, Gurke, Stangensellerie dazu entsaften. Mit dem Angel Chooser schätze ich sehr, dass ich mir da wirklich auch viele Monosäfte pressen kann. Ihr seht hier neben mir mein Regal. Ich ziehe mir aktuell wieder viel Grünkraut, Kulturgräser aus Kamut und Gerste und Microgreens. Und die lassen sich auch wunderbar entsaften. Ich habe kürzlich zum Beispiel mir wieder einen Kamutgras-Shot genehmigt und Kamutgras geerntet, frisch geerntet und dann mit dem Angel Chooser entsaftet. Das war wirklich eine geballte Ladung an Chlorophyll und Nährstoffen. Und wenn man das täglich oder regelmäßig integriert, dann kann man seine Gesundheit und sein Immunsystem auf eine sehr gute Weise unterstützen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ihr habt es im Titel ja schon gelesen, es gibt bis zum 11.04. 10% Rabatt auf den Angel Chooser bei Slow Choose. Und bei so einem hochpreisigen Gerät machen sich 10% natürlich bemerkbar. Wenn ihr euch für diesen Entsafter interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar und auch den Rabattcode für die 10% Rabatt. Als nächstes seht ihr den Angel Chooser in Aktion. Ich zeige euch meine vier grünen Säfte, die ich hauptsächlich während meiner Fastenkur getrunken habe. Ich werde dabei unterstützt von meinem 16-jährigen Sohn Simon, der dann praktisch das ganze Gemüse entsaftet hat und ich habe dabei gefilmt. Los geht's! Das sind die grünen Lebensmittel, die ich für mein aktuelles Fasten entsafte. Da ist ein großer Endiviensalat dabei, dann eine Gurke, ein halbes Bund Petersilie habe ich hier noch, dann Stangensellerie in Fenchel, eine Portion selbstgezogene Alfalfa-Sprossen und Spinat. Das ist das wichtigste Gerät in meiner Küche und hier seht ihr auch schon die frischen grünen Lebensmittel, die ich jetzt mit dem Angel Chooser entsafte. Das wird heute meine Tagesration an Saft für diesen Fastentag. Ich habe jetzt das Gemüse vorbereitet, also den Endiviensalat auseinandergezupft und gewaschen, den Stangensellerie gewaschen und ein bisschen auseinandergeschnitten, die Gurke geschält und auseinandergeschnitten, den Spinat und die Petersilie gewaschen und den Fenchel auch
kleiner geschnitten. Jetzt kann es losgehen mit dem Entsaften. Aus diesem Bund Stangensellerie haben wir jetzt ca. 500 ml Saft bekommen. Das ist eine gute Ausbeute und das bleibt ein Monosaft. Als nächstes ist der Endiviensalat dran. Das wird auch ein schöner, leicht bitterer Monosaft. Aus einem Endiviensalat haben wir 500 ml potenten dunkelgrünen Saft gewonnen. Als nächstes entsaften wir die Gurke und die Petersilie. Jetzt knapp 200 ml Saft, da ist noch ein ganz kleiner Anteil Endiviensaft dabei, weil wir den ja vorher entsaftet haben und er ist auch ein kleines Stück dunkler, dieser Saft, eben durch diesen Endivienanteil. Zum Schluss entsaften wir diese Dreierkombination Fenchel, Alfalfa, Sprossen und Spinat. Aus diesen drei Zutaten haben wir 750 ml grünen Saft gepresst. Das ist die heutige Saftausbeute mit dem Angel Juicer. Ganz rechts der Fenchel, Alfalfa, Sprossen, Spinatsaft, dann kommt der Endiviensaft, dann der Stangensellerie-Saft und dann der Gurken-Petersiliensaft. Vor einiger Zeit habe ich schon ein Angel Juicer Vorstellungsvideo hier auf YouTube hochgeladen. Ich verlinke es mal oben in den Infokarten. In diesem Video zeige ich, was man alles so mit dem Angel Juicer herstellen kann. Also neben Säften aus grünem Blattgemüse, Wurzelgemüse, Gemüse, Sprossen und Wildpflanzen kann man mit einem speziellen Einsatz zum Beispiel auch Teig herstellen oder Eis herstellen. Das zeige ich alles in dem Video. Mit diesem ganz normalen Entsaftungssieb könnt ihr zum Beispiel auch fantastische Mandelmilch herstellen. Das habe ich auch in diesem Video vorgestellt. Einfach eingeweichte Mandeln mit Wasser durch den Entsafter geben und ihr bekommt eine herrlich cremige Mandelmilch. Also wunderbar, dieser Entsafter. Und wenn ihr schon immer mal überlegt habt, den Angel Juicer euch zuzulegen, dann wäre vielleicht jetzt mit der 10% Rabattaktion eine Möglichkeit, euch dieses wunderbare Gerät in die Küche zu stellen. Unten findet ihr den Link für den Angel Juicer und auch den Rabattcode für die 10% Rabatt. Übrigens gilt der 10% Rabatt nicht nur für den Angel Juicer, sondern für alle Produkte im Slow Juice Shop. Und Slow Juice, die bieten auch verschiedene vegane Produkte und Rohkostprodukte an. Und hier seht ihr einige davon, die habe ich kürzlich bestellt. Unter anderem geschälte Hanfsamen, Kakaopulver, dann Spirulina-Pulver, das hat mir der Henry empfohlen, da hat er schon getestet und fand das mega lecker. Dann habe ich hier Wraps auf Kokosnussbasis, einmal pur und einmal mit Curry. Und dann noch zwei Pulver, einmal Matcha-Latte und einmal Kurkuma-Latte. Dieses Matcha-Latte kenne ich schon, meine Mama fand das sehr, sehr lecker, ihr möchte ich das auch schenken. Und jetzt habe ich noch Kurkuma-Latte mal bestellt, um das Ganze mal zu probieren, vielleicht schmeckt ihr das auch ganz gut. Slow Juice haben noch viele andere vegane Produkte, Rohkostprodukte, Nüsse, Trockenfrüchte, verschiedenste Pulver, Nussmus. Schaut euch da einfach mal um. Ich verlinke euch den Link direkt zu diesen Produkten auch
unter diesem Video bzw. findet den Link im ersten angepinnten Kommentar. Wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Video mitnehmen. Mich interessieren natürlich jetzt eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video, auch generell zu der Thematik frisch gepresste Säfte. Trinkt ihr überhaupt frisch gepresste Säfte, dann eher Molosäfte oder welche Kombinationen bevorzugt ihr? Ich bin schon gespannt auf eure Kommentare, auf regen Austausch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderbare, harmonische Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Zuversicht. Bis ganz bald.